Was hatten sie zu stehen? Ich weiß nicht, drauf stehen hatten, weiß ich nicht. Aber das Hänger, das kenne ich. Weil es hier Hamburger Hänger gibt. Du meinst Jäger. Ja, die nennen sich Hänger. Die wissen ja, wo das gewesen ist. Die nennen sich Hänger. Nicht Jäger, sondern Hänger. Na, wir haben uns Glorious Bastards ausgestattet, standmäßig. Hm? Glorious. Ist das ein Film gewesen oder was, ja? Oder? Ja, war ein Film mit Tarantino hier. King Glorious Bastards. Tarantino, ja, okay, ja. Sag mir jetzt mit Brad Pitt, ja. Der ist saugeil, der Film. Ja, habe ich auch schon gesehen, ja. Der ist hammergeil. Aber jetzt frage ich mich trotzdem, warum die Klamotten angehabt haben. Nein, die haben nicht die angehabt. Die haben keine Glorious Bastards Klamotten angehabt. Und nicht vor 3 Jahren, weil die erst ein Jahr alt ist. Wenn wir aufgehört haben, letztes Jahr im Januar damit. Mit dem Film. Die haben trotzdem drauf zu stehen gehabt. Aber das nicht in Glorious Bastards. Und wenn, dann hast du in Hamburg die nicht vor 3 Jahren, sondern vor einem Jahr gesehen, weil es Fahrer waren. Die für Hanna, für die Hanna Produktion. Nee, der Schriftzug muss auch nicht hinaus aussehen, aber die hatten es auch drauf zu stehen. Aber nicht, ja, aber es geht nicht, es kann nicht sein vor 3 Jahren. Ja, vielleicht hat sich den Schriftzug ja jemand vorher schon mal irgendwie. Nein, vorher gab es den Schriftzug nicht. Überhaupt nicht, nee. Nein, geht ja gar nicht, weil es den Film von Tarantino nicht vorher gibt. Weil es alles streng geheim ist und nur eigentlich den Schriftzug, den haben wir entworfen. Nee, der Schriftzug, der muss ja auch nicht hinaus aussehen am Inhalt. Ja. Genau, aber den Inhalt in Glorious Bastards gab es bestimmt noch nicht, diesbezüglich. Den gab es vor 25, 30 Jahren mal, den Film. Ja, wir haben die da gehabt, also ich hatte mich damals noch nicht gefragt. Da hat es ja keinen interessiertes Filmchen. Alter, deine Karte ist gleich voll. Ich wollte gerade sagen, er hat schon zweimal angesetzt. Akku leer, wa? Du kannst ja egal was uns erzählen von da oben bis nach unten. Also bis jetzt sieht es aus wie ein Standbild. Ja. Na los! Wir müssen nicht glauben, dass der Kram mit dir wieder runterfährt. Kannst du dir abschminken? Vertrag ist Vertrag. Ja. Also ist ja keine Diät, die man einfach so wieder abbrechen kann. Ey, hätte ich gewusst, dass der eine davor. Ich dachte, es ist noch keiner nicht gesprungen. Aber ja, einer ist ja. Das zwei sind wir schon. Ja, der eine ist ja wieder hoch. Ja, okay, der hat's dann aber den anderen habe ich nicht erwischt. Alter, lass los! Das ist ein Inder. Aber das hört man auch, wenn er spricht. Der spricht so geil. Indisch, Englisch. Das ist absolut geil. Wir hatten damals auf der Baustelle mal gehabt, der Sashi, der kam morgens immer mit einem Lächeln auf die Baustelle, ja. Also wirklich so immer freudestrahlend und auch wenn es Scheißarbeit war, ja, der hat immer gelächelt, ja. Also. Ja, ich ihn auch mal auf alle gesprochen, wieder, ja, ist doch alles schön und so. Und so. Der hat immer gelächelt, ja. Kannst du nochmal sagen, wir haben es nicht verstanden. Was hast du gesagt? Nochmal wieder auf German. What did you tell us? Komm gar nicht klar. Ja, so schön, freut dich wirklich zu machen. Keep smiling! Keep smiling! Ist da drin? Ist ja wohl, dass er wieder da ist. Oh, der nächste bitte. Warte? Ja, thank you. Warte. Zweimal. Hey, ja. Immer vorwärts, immer rückwärts. Die Welt hat nicht zurück. Erst vorwärts, dann mal rückwärts. Aber ja, also so wie er jetzt gezittert hat, habe ich auch noch keinen heute erlebt.